Nachdem wir dir schon in einem anderen Video gezeigt haben, wie du dich bei Hochschulstart anmeldest, bewerben wir uns jetzt zusammen auf einen konkreten Studiengang. Wichtig ist hier direkt zu sagen, dass jede Uni oder Hochschule die Bewerbung unterschiedlich angeht und es kein allgemeingültiges Verfahren gibt. Wir zeigen dir heute aber den Weg, der recht häufig vorkommt. Und zwar gucken wir uns heute die Bewerbung auf den Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Uni Bremen an. Bevor wir wirklich zum Bewerben kommen, ist es sinnvoll, die Chancen zu prüfen. Informier dich erstmal, wie die Bewerbung abläuft und welche Voraussetzungen es gibt. Wenn der NC für dich wohl eher zu hoch ist, solltest du vielleicht nach einem anderen Studiengang oder einer anderen Uni schauen. Der NC ist in diesem Fall wahrscheinlich kein Problem, also können wir mit dem Bewerben weitermachen. Die Uni Bremen hat ähnlich wie eigentlich jede Uni ein eigenes Bewerberportal. Hier müssen wir uns natürlich auch erstmal registrieren. Erstmal gibst du hier deine Daten mit unter anderem deiner E-Mail-Adresse an. Anschließend bekommst du an diese E-Mail-Adresse deine Zugangsdaten geschickt, mit denen du dich jetzt beim Bewerberportal anmelden kannst. Hier kannst du jetzt dann als erstes dein eigenes neues Passwort erstellen, mit dem du dich in Zukunft anmelden kannst. Anschließend wirst du wieder zur Startseite geleitet und kannst dich hier weiter um deine Bewerbung kümmern. Zu Beginn werden dir hier noch drei kleine Fragen gestellt, die aber kein Problem sind. Jetzt kannst du bei der Studiengangssuche das Fach auswählen, welches du studieren möchtest. Wir fangen gerade erst mit dem Studium an, daher ist für uns das Fachsemester 1 richtig. Hier müssen wir jetzt unsere Angaben von Hochschulstart eintragen. Jetzt können wir schon auf Bewerben drücken, womit wir aber noch nicht ganz fertig sind. Durch die Daten von Hochschulstart werden im nächsten Schritt viele persönliche Daten auch direkt von Hochschulstart eingetragen. Trotzdem müsst ihr hier nochmal kurz durchgehen, sodass überall OK steht. Unten habt ihr noch die Option, Anträge zu stellen. So könnt ihr auf jeden Fall jetzt den Antrag abschicken und habt euch damit offiziell beworben. Bei Hochschulstart findet man den Studiengang natürlich auch, allerdings gibt es hier nur den Hinweis, dass man sich über das Bewerberportal der Uni bewerben muss, so wie wir es eben gemacht haben. Die abgeschickte Bewerbung wird uns hier aber auch angezeigt, sodass wir hier zentral den Stand aller Bewerbungen checken können. Wir hoffen, dass wir dir mit dem Video weiterhelfen konnten. Wir würden uns auch sehr über Feedback freuen. Bis zum nächsten Video.